So, und damit auch auf YouTube erstmal willkommen zurück. Wir hatten eine kleine längere Pause gehabt. Jetzt muss ich mal eben hier. Mal eben. Moment, klimmern. So. Mal eben mein Getränk eben nachfüllen. So, und dann geht's auch schon sofort weiter. Bin Deutsch. Achso, bin Deutsch. Ja, willkommen. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show jetzt schon seit über anderthalb Jahr. Folge 174 steht unten auch. Ja, mein Gott, Wahnsinn. So. Ja, habe ich irgendwas verpasst im Chat? Ich muss mal kurz schauen. Hier ist gerade Pause oder so. Genau, Pause hatten wir gehabt. So. Die geht mir ein bisschen auf den Sender. A, B, C, D. Machen wir das mal. Jetzt schauen wir mal, was dann passiert. So. Not exactly was? Great Vorsicht, Fehler beim Anzug. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. Ich kann das kaum lesen. Erneut versuchen. Please, Simon, I can't give up on the arc. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel and a battery pack. One hell of a shopping list. Lembo, vielen lieben Dank für den Follower. Vielen lieben Dank. In 4 Monaten sind es 2 Jahre Flexi. Ja, mein Gott, Wahnsinn. Also in 4 Monaten kennen wir uns. Kennen wir uns, alle, du und ich, kennen uns dann 2 Jahre. Also wer schon von Anfang an natürlich dabei ist. Alter Schwede, 2 Jahre. Ich kann es immer noch nicht glauben. 2 Jahre mache ich hier das Ganze hier schon. Kann ich das öffnen jetzt hier? So, wir brauchen also einen neuen Cortex-Chip. Hier komme ich eh noch nicht rein, weil ich mein Omnitool brauche und das kriege ich jetzt noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal zurück, um einen neuen Cortex-Chip zu besorgen. Come on, we need to get a Cortex-Chip. A battery pack and some structure gel. Akku und etwas Strukturgel. Ein Akku und etwas Strukturgel. Das kann nur heißen, dass wir jetzt wahrscheinlich Besuch kriegen werden. So. Moment, klar, Moment, klar, Moment, klar, Moment. Ich muss eben hier mein Getränk nachfüllen. So. So, genau. Zipfelchen, willkommen zur Let's Play Live Show. Prost zusammen. Wasser aus einer braunen Flasche. Ich wette, die Catherine ist der Boss der WoW. Kein Ding. Ich glaube daran auch. Ich habe auch so eine leichte Vermutung, dass Catherine die WoW ist. Und auf viele weitere Jahre. Ja, ich hoffe natürlich auch. Ach, komm mal. Don't forget, we need a Cortex-Chip, Structure-Gel and a Power-Pack. Cortex-Chip, Strukturgel und ein Akkubraumer. 3 Sachen. Und ich habe so ein bisschen die das Gefühl... Wer druckt die Autogrammkarten für Flexi? Autogrammkarten? Ich kann überhaupt keine Autogramme schreiben. Das ist das Schlimme dabei. Wenn ich Autogramme schreibe, dann sieht es immer total schrecklich aus. Ich kann überhaupt gar keine Autogramme schreiben. Das ist das Schlimme dabei. So, wir brauchen also Strukturgel. Ist es dynamisch? Tatsache, so ein bisschen. War das vorher schon da dran? Nee, ja doch. Ist es ein neues Horrorspiel? Ja, Nexus. Das ist Soma. Falls du es verpasst haben solltest, den Stream. Die ersten paar Folgen sind schon auf YouTube online. Kannst du dir angucken. Heute geht es ja wieder weiter mit dem Live-LP. Boah, wir brauchen Strukturgel, den Cortex-Chip und einen Akku. Alter Schwede. Northall F2. Warum habe ich nur das Gefühl, dass wir jetzt Besuch kriegen werden? Das ist so vorauszusehen. Dynamischer als bei Killzone. Ja. Es wäre schön, wenn sie uns mal irgendwie Türen öffnen würde.
Weil es sind so viele Zugetüren. Gehe ich überhaupt richtig jetzt erstmal wieder zurück? Erinnert mich ein bisschen an Dead Space. Es erinnert auch unheimlich nicht nur an Dead Space, sondern auch an Bioshock und an Alien Isolation. Das ist das Schlimme daran. Aber es ist auch gut. Muss ich jetzt wieder zurück? Seht ihr das, was ich sehe? Heute bis zum bitteren Ende. Seht ihr das, was ich sehe? Das... Wie kann... Die Leiche hat da bei der Mütze gelegen. Und jetzt liegt die Leiche hier. Willst du mich verarschen? Wie kann sich eine Leiche bewegen? Komme ich hier wieder raus? Nein. Das heißt, wir müssen hier irgendwo die Sachen organisieren. Na ja, super. Oh, das funktioniert jetzt. Geil. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Will ich das wissen? Oberer Bereich, mittlerer Bereich, oberer Bereich. Was haben wir denn da? Mittlerer Bereich, unterer Bereich. Sie befinden sich hier. Noteingriff. Fehler beim Lockdown-Aufhebung. Bitte die an unsere... Okay, erfahren. Fehlerquellen finden. Warum bewegen sich... Fehler erkannt, Maschinen, was? Grundsystemüberlastung, Umleitung, Hilfeprogramm wird getestet, gestartet. Was? Was muss ich denn jetzt machen? Scheiße. Warte mal, Ah, okay, verstehe. Mhm. Alter, hör auf! Nein, scheiße, falsch. Schon wieder. Fuck, schon wieder falsch. Scheiße. Das ist ja ein geiles Rätsel. Boah, das war schwierig. Warte mal, bin wieder da, habe Star Wars angespielt. Cool. Hi Smurks, willkommen zurück. Dead Space fand ich... Oh, Dead Space war richtig cool. Stationsüberblick, was ist das? Was, da kommen wir da zurück, ne? Oh Gott, ey. Boah, das ist aber echt schwer. Wir müssen die Leitung so rüberkriegen, dass wir dann hier irgendwie einen Kreislauf hinbekommen. Spielt sie wie Battlefield. Habe ich ja gesagt. Wie gesagt, wer Battlefield kennt, das müsste aber jetzt richtig sein, oder? Ja, Mann! Lockdown auf oben. Oh mein Gott, das ist gar nicht gut. Wer spielt denn da am Piano? Ich denke die ganze Zeit, dass Slender kommt bei der Bildschirm. Ja, ein bisschen vom Slender hat's auch. Ach du Scheiße. Warum habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir stark aufs Finale zugehen? Ganz stark aufs Finale. Da ist ein Ball drin. Ah, guck mal, der Bull. UH3. Und da ist der K8. UH8. Ach, guck mal hier, der Bomberman. Topper. Die Atmosphäre ist echt gut. Die ist sehr geil, die Atmosphäre. Boah, jetzt schütten sie uns aber wirklich mit Rätseln zu, ne? Kann das sein? Um Gottes Willen. Was muss ich denn hier machen?
habe keinen blassen Schimmer, was ich hier tue gerade. Ah ja. Guck mal an. R2-D2. Ich finde von der Atmo beste Spiel bis jetzt. Ja. So, da war schon mal das erste Teil. Schaust du die Let's Plays von GameTube? Die nennen den Bot auch Bomberman. Ja, teilweise ja, schaue ich auch. Teilweise schaue ich da auch ab und zu mal rein bei GameTube. Ich gucke sehr, sehr gerne sogar GameTube und auch GameStar. Der packt mich. Du heiliger Strohsack. Da haben wir wieder lustige Bildchen. The Heart of Atfa? Okay. Hm. Was Feind Tau? Finde Tau? Feind Alpha? Take the Gel to Alpha. Nimm das Gel nach Alpha. Okay. Supernova. Into the Abyss. Take it to Alpha in the Abyss. Nimm es mit nach Alpha zu Abyss, okay. Sieht aus wie Strukturgel. Wie findest du das Hardy Pizmeat Verlist? Ich bin ganz ehrlich, ich gucke Pizmeat eigentlich so gut wie gar nicht. Also. Ich kenne die Jungs eigentlich so gar nicht, nur vom Sehen her, also was soll ich dazu sagen? Ich sag mal, kann ich mich gar nicht zu äußern, also jeder, sag ich mal, geht so seinen Gang, ne? Wayne Juckts, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast, jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Muss ich ganz ehrlich gestehen, wie gesagt, also jeder wird seinen Weg gehen in der YouTube-Szene. Der eine geht früher, der eine geht später. Der eine macht was Eigenständiges. Der eine wird vielleicht gar nicht mehr mit YouTube zu tun haben. Oder so. Kann ich, wie gesagt, gar nicht mich so zu äußern. Ne? Wie teuer ist Soma eigentlich? Und ist das auf Steam erhältlich? Ja, auf Steam für den PC gibt es auch. Also für den PC und für die PlayStation gibt es das. Wir spielen ja hier die PlayStation-Version. Ne? Kostet um die, ich glaube, 25 Euro. 23 bis 25 Euro kostet es, glaube ich. So, hören wir uns mal an. Hey, Krasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Really, Herbie, leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay, then. Stay safe. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right, heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rowley Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Unable to connect. Lumar relay out of range. Mhm.
Was mir übrigens aufgefallen ist, euch wahrscheinlich sicherlich auch schon, dass diese Störungen in unserem Bild immer schlimmer werden. Nur mal so als Info. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Teil haben wir schon mal gesammelt. Wir brauchen noch zwei weitere. Genau, da haben wir glaube ich den Akku oder was das auch immer sein möge. Es ist wichtig, was ist wichtig, was? Kann das vielleicht auch möglich sein, dass sich das Ganze einfach nur in unserem Kopf abspielt und wir das gar nicht richtig erleben, sondern eigentlich nur so wie so ein Traum oder sowas ist? Kann das vielleicht sein? Es ist vielleicht wirklich möglich, dass es vielleicht sein kann, dass wir das gar nicht richtig so wahrnehmen? Okay, wir können sonst nicht freischalten. Ist noch eine andere Tür offen vielleicht? Dein Avatar wacht vielleicht gleich auf, was? Du bist abhängig, oder? Ich glaube ja, so ein bisschen. Also wie gesagt, mal gucken, ob andere Türen offen sind jetzt. Vielleicht wird Soma ja auch zu einem Freddy, Simon ja auch zu einem Freddy. Ja, zu einem Knubbel-Freddy, man weiß es nicht. Die Türen sind immer noch zu. Kann ich hier... Ah, hier ist noch was. Ah, komm an. So, Ruff Jacob Halperin. Heute wurde außerhalb der Omnicom Nebenschiller ein ungewöhnlicher, sedierter Oren Ruffy gefunden, der auf der Stelle schwebte. Er hatte bemerkenswerterweise Knochenwachstum, das seine Wahrnehmung zu stören schien. Habe ihn zunächst zum näheren Studium hereingebracht, wobei er sich aber dann versteifte und starb. Während der Untersuchung des Leichnams erwachte das Ding dann wieder zum Leben, außerhalb des Wassers. Habe ihn ein paar Minuten lang schaukeln lassen und ihn dann zurück in ein Aquarium gesetzt. Dort fing er sofort an, sich selbst am Glas zu Tode zu schlagen, bevor ich ihn wieder herausnehmen konnte. So, Shelly, tot bei der Ankunft. Claudia Emmes. Darby und Waldeck identifizierten. Was? Identifizierten das Ding, das für die Sabotage der Luma-Sonde in einer Tiefe von 900 Meter verantwortlich war. Es handelt sich um einen 150 cm langen Schwanzfisch, der so aussieht, als wäre er mit einem anderen Fisch bzw. Hai verschmolzen. So eine komische Mutationsform haben wir bisher noch nie gesehen. Es wird eindeutig schlimmer. Irgendwas versucht dieses und den Unsinn mit den radioaktiven Niederschlägen über der Orvari ständig redet, glaube ich einfach nicht. Über den Ovirage redet, ständig redet, glaube ich einfach nicht. Joan Ross, tot bei der Ankunft. Claudia Emmes. Den toten Mann, der heute Morgen auf der Aufzugplattform gefunden wurde, wurde identifiziert als Joan Ross, den KI-Psychologen, der in Tau gearbeitet hat. Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, was darunter im Abgrund passiert ist. Und ehrlich gesagt werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen. Wenn das Arche-Team noch am Leben ist, was ich höchstens bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ohne guten Grund werden wir nicht wieder da hinuntergehen. Schwarzfisch, ne? Schwarzfisch. Habe ich Schwanzfisch gesagt? Ich glaube, ja. Ah, hier, guck mal. So. Etageauswahl inkorrekt? Mittlerer Bereich. Schauen wir mal wegen Lockdown aufnehmen. Da müssen wir bestimmt nachher rein. Irgendwie sowas. Also die Hand wieder reinhauen. Ich glaube nicht. Lass das mal lieber bleiben. Was haben wir denn hier? So was wie Plattenteller.
DJ, hey DJ, hey DJ. Könnten auch Wagen sein. Structure gel without flattening the configuration? Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a site alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try. Rally, are you recording this? Sorry. Was wollte ich sagen? Da habe ich mich sowieso schon die ganze Zeit gefragt, warum sich ein Computerprogramm oder beziehungsweise die WoW sich weiterentwickeln kann, so mutieren. Wie kann das Ganze funktionieren? Nächstes Jahr kommt ein neues Horrorgame raus. Syndrom heißt es, Dead Space Szenario. Ja, habe ich schon mir ein bisschen angeguckt, fand ich aber jetzt nicht so sehr überzeugend, der erste Trailer, den ich gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber danke, dass du nachfragst und danke, dass du Bescheid sagst. Wie gesagt, ich hatte mir den Trailer angeguckt und war jetzt nicht so sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir können uns ja gerne mal anschauen, das Ganze. Ihr kennt mich ja. Ich sag ja niemals Nein bei einem Horrorspiel. Egal wie schlecht es ist, viele haben ja auch geschimpft über Daylight und trotzdem habe ich es gespielt und ist ja mein Kryptonit, ihr wisst es ja. Es riecht förmlich nach Finale, bin ich ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir machen für YouTube machen wir hier eine kurze Folgenpause vor dieser Tür und ihr seht in der nächsten Folge, was sagen wir, wie es da an dieser Tür weitergeht. Also.